Ein Schäfchen hab ich ja, aber das reicht halt nicht, ne? Hirsche. Da war noch Mufflons. Schnell Ursicht. Hallo, Ursicht möchte ich. Ne, doch keine Mufflons. Esel. Doch, da, Mufflon. Wo nur eins. Was seid ihr? Mufflon. Noch ein Mufflon, aber keine Kinder. Warum habt ihr denn alle keine Kinder? Wollt ihr mich denn verarschen? Tja, gibt keine Kinder. Gibt keine Schafe mehr. Super, richtig gut, ey. Die Ziegen, die vermehren sich noch und nöcher. Ich habe ein 10er Limit und wie viele Ziegen habe ich wirklich? 10. Nee. Hunde habe ich 7. Davon habe ich... Okay. Aber nur ein Schaf. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Wolf am Griff. Ach so, ja. Die töte ich ja eh alle. Weil die töten hier... Die Mufflons, die töten die Steinböcke. Die müssen weg. Das hilft alles nichts. Die müssen dran glauben. Die Brücke ist fertig. Ist es nicht schön? Mein Prestigeprojekt, die Brücke. Nach der Mauer, die Brücke. So eine Ziege wurde geschlachtet. Zwei Ziegen geboren. Ich habe auch nie gesehen, dass Schafe geboren wurden, ne? Wenn ich mich jetzt dran erinnere. Halt. Hau dich ab. Bleibt hier. Ach, alles Erwachsene. Das ist doch doof. Brauch Junge. Ich brauche junge Tiere. Da muss ich jetzt wieder Schafe kaufen. Ach Mann. Laien haben wir fast keine mehr. Der Händler ist gekommen. Jetzt, ich brauche Schafe. Danke, dass du Schafe mitgebracht hast. Echt lieb von dir. Wir verkaufen den ganzen alten Schrott für neuen Schrott. Leinstoff bringt 7 und gut, weil ich bekomme 2 Outfits raus. Ne, das ist doch besser. So, wird knapp, reicht nicht. Müssen wir noch Getreide verkaufen hier. Gibt ihr eh bald Neues. So. Ein Männchen und ein Weibchen. Wir müssen jetzt jedes Mal Schafe kaufen. Es hilft nichts. Sonst reicht unsere Produktion nicht lang genug. Die Ziegen, die haben sich ja gut gemacht, aber die Schafe, komisch. Können wir hier einsammeln? Können wir einsammeln und können wir auch nochmal einsammeln, dieses Feuersteinzeug. Ja, keine leichte Kleidung. Ist klar, habe ich gerade viel verkauft. Tut mir leid, unendlich sorry. Feuersteinmesser. Gibt es hier überhaupt Messer? Ja, gibt es Messer. Damit wir mal das ganze alte Zeug wegbekommen. Gut, wir sind ja auch fett am Bauen, also das ist ja okay. Ruhe, heute haben wir so viele, wir brauchen unbedingt noch mehr davon. Und dann noch ein bisschen getrocknete heute, dass das alles wegkommt. Eine Ziege wurde geschlachtet, das ist sehr gut. Wir haben genug Ziegen. Wir haben auch genug Holzkohle, das passt. Hier müssten sie mal ein bisschen schneller arbeiten. Fleisch wird gebracht. Was ist hier? Wildschweine, okay. Mufflons wären wir lieber. 3 neue Leute. Wir haben jetzt 50 Mann, ey. Das wird echt... Geht gut ab. Und Ruhm haben wir 296. Fast 300 Ruhm. Und schon wieder 10 Punkte. Esel. Wir haben Esel freigeschalten, ne? Ich weiß auch, wo Esel sind. Wenn sie noch da sind.
Hier war noch vor ein Esel. Speed runter. Oh, einen Erfolg bekommen. Hat mir gerade Steam gesagt. Ursicht. Wilder Esel. Wilder Esel. Ein junger wilder Esel. Aber es ist nur einer. Ich brauche noch ein Weibchen. Hm, hier ist noch was. Ein junges Weibchen. Sehr gut. Ein Mufflon. Noch ein Mufflon. Ein Mufflon. Was seid ihr? Rehe? Rehe. Wir gucken mal durch. Mufflon. Mufflon. Nee, Steinbock. Da passiert gar nichts. Bären. Bären sind doof. Steinbock. Ja, ihr lebt wieder, ne? Aber die Mufflons, die sterben. Okay, ne, wir haben erstmal jetzt zwei Tiere dann und da können wir einen Go machen. Was bist du? Ein alter Hund. Hier geht schön über die Brücke, genau, dafür ist er da. 100 mal Line-Outfits haben wir gemacht. Und 200 mal, 250 mal Fleisch getrocknet. So, da brauchen wir bald wieder Platz, ne? Wo werden wir für zwei Leute Platz? Brauchen wir mehr Häuser. Das heißt, ich müsste... Ja, das weiß ich. Keine Kleidung haben wir auch, das weiß ich. Also keine leichte Kleidung. Aber er ist dabei. Er arbeitet fleißig. Wie so ein Bienchen. Wir brauchen schon wieder mehr Platz. Hier könnte noch ein Häuschen hin. Da setzen wir noch ein Haus hin. Oder passt das nicht so gut? Na, so richtig passt es nicht in die Ecke. Es gefällt mir optisch nicht. Hier könnte einfach noch eins in der Mitte. Oder da so hin. So, hier noch eins hin. So, wenn der Händler kommt, wir brauchen unbedingt wieder Sachen. Wir werden noch hier ein paar davon jetzt bauen. Einfach nur für den Händler. Damit ich Schafe kaufen kann. Ja, ich weiß, dass wir keine leichte Kleidung haben. Das ist mir bewusst. Aber wir haben genug Brote. Das haben wir ja. Doch, das passt. Der macht auch fleißig. Das dauert halt bei denen ein bisschen, ne? Aber er ist dran. Dreimal. Zwei Angeln. Sieben Kupfersicheln. Fünf Hacken. Und vier Speere, das läuft. Aber wir müssten schon mal wieder gucken, wie wir unsere Siedlung erweitern. Nehmen wir noch hier die Ecke mit dazu, würde ich sagen. Das heißt, die Bäume müssen weg. Alter Hund, ja, du wirst auch bald sterben, wie es aussieht. Erwachsenes Männchen. Ein Weibchen. Ihr müsst nur mal Kinder machen. Das wäre toll. Haben wir jetzt den Esel schon domestiziert? Ja, scheint so. Und was kann ich jetzt mit dem Esel überhaupt machen? Benötigt für das Rad der Karren und den Esel. Pferde domestizieren, okay. Komm, das dauert noch, das Rad. Das ist noch ein bisschen weiter weg. Ja, da kann ich hier Korn bauen, okay. Aber das ist noch ein weiter Weg. Hier werden die Bäume gefällt, dann haben wir hier wieder ein bisschen Platz. Wie wollen wir denn die Ecke ausbauen, ist jetzt die Frage. So richtig eckig, die Ecke. Ja, einige Einwohner haben keine warme Kleidung oder leichte Kleidung. Leichte Kleidung ist okay. Naja, okay, dann mich hier verklickt, war ja klar. So, da haben wir hier die Ecke. Das heißt, wir können jetzt hier wieder wegmachen.
Die Siedlung wächst langsam. Wir müssen auch schön gemächlich machen. Nicht, dass jetzt hier irgendwie der Feind kommt. Was ich jetzt mache, ist auch schon gefährlich, ne? Wenn jetzt ein Angriff kommt, hier 6, 7, 8, 9 Mann. Und die Stadt ist einfach mal offen. So. Zack, das noch weg und... Ja, das passt dann schon. Dann können wir gleich die ganzen Stämme dorthin bringen. Wiederverwerten. Hier wird wiederverwertet, da auch. Und dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz in der Siedlung. Den See könnte ich auch reinnehmen, ne? Das müsste eigentlich hier so passen. Aber den könnte ich so reinnehmen in die Siedlung, aber braucht man das? So, das wird wieder verwertet. Da wurde schon fleißig gebaut. Es könnte aber trotzdem noch ein bisschen schneller gehen. Denn ihr wisst ja, ah gut, jetzt ist gerade Erntezeit, ne? Da sind sie woanders beschäftigt. Das passt also. Okay, dann lasst euch noch ein bisschen Zeit. Sind wir halt mal ein bisschen offen, ist auch nicht schlimm. Wir werden ja nicht gleich angegriffen werden. Und dann kommt der Angriff, ne? Wie immer. Haben wir hier alles gebaut? Jo. Hier haben wir auch schon wieder fleißig gebaut. Bauen noch ein paar Speere, noch ein paar Messer, noch ein paar Hacken. Das haben wir, das kommt alles. Sicheln haben wir 8 Mal, das ist okay. Kupferhacken haben wir 6. Bögen, 15 Bögen. Hat ja echt fast jeder bald einen Bogen. Ah, und der ist jetzt fertig. Und wo war denn andere? Hier. Es wird gespeichert, stimmt. Das haben wir auch noch hier oben, unser Projekt. Wir haben so viele Projekte gerade. Und der Stein kommt auch. Okay, das ist sehr gut. 80 mal Stroh, das ist noch besser. Wenn halt nur die Schafe sich vermehren würden. Aber es sind nur 2 Schäfchen da, ne? Ah, wir haben 3 jetzt. 3 Schäfchen, okay. Ein Adult, ein Jungtier, ein Männchen. Also ein Adult ist ein erwachsenes Männchen, ein erwachsenes Weibchen und ein Weibchen-Jungtier. Wir müssen auf jeden Fall Schafe kaufen weiter. Vor allem, weil die Leute noch immer mehr werden. So, jetzt haben wir hier noch so eine kleine Siedlungsecke. Jetzt wird das Gebäude eigentlich in die Richtung schöner. Ah, das passt so. Wir bauen fleißig aus. So, hier, das muss dann... Na, nicht alle, bitte. Danke. Das weg. Das weg. Das weg. So. Schön eckig, nicht mehr rund. Ah, der Händler ist da. Nein, eine Ziege will ich nicht. Nee, sorry, Ziegen... Nee. Aber Wolle nehme ich. Deine Wolle nehme ich, das ist sehr schön. Kriegst du hier bei mir das dafür. Da können wir nämlich noch ein paar Wolloutfits machen. So. Tja, die Mauer, da lassen sich gerade echt Zeit. Wie sieht es hier oben aus? Haben wir schon einen Stein da? Nee. Wo sind sie denn mit ihren Steinen? Das können wir noch einsammeln. Wie sieht das hier drüben aus mit denen? Ja, bitte einmal sammeln. Hier nochmal sammeln. Und da nochmal sammeln. Feuerstein ist wichtig. Denn wir haben 42 Stück. Ist es nicht so wichtig? So. Warum kommt denn so wenig Musik? Es kam doch immer mal mehr Musik. Kann ich da irgendwas einstellen? Nee, gerade hier nicht. Sonst kam da immer so viel Musik, da habe ich es extra... ach so. Ja, ne, kommt ja da irgendwie lang. Ich glaube an euch, ihr schafft das. Wenn es hier schon nicht vorangeht, das muss wenigstens vorangehen. Wo wollen die denn alle hin? Der holt die Megalith, okay.
Das ist sehr gut, dass du den holst. Und der letzte müsste doch auch langsam. Ganz langsam. Ja, hier fehlt nur noch einmal Leder. Leder haben wir aber noch. Wir haben auch so viele getrocknete heute. Da weiß ich ja schon gar nicht mehr, was ich mit denen machen soll, mit den ganzen getrockneten Häuten. Holzkohle haben wir noch, Kupfer haben wir noch. Aber wir könnten noch mehr Kupferbahn gebrauchen. Weil das geht echt langsam hier. Soll ich da jetzt noch einen Erdofen bauen? Ich baue noch einen Erdofen. Genau in die andere Richtung. Zack. Kostet nur Lehm. Lehm ist eigentlich. Lehm geht. Können wir hier holen, Lehm. Das ist noch genug da. Hier hatte ich ja noch eine Lehmstelle, ne? Ja, da haben wir noch genug Lehm. Nahrungstechnisch, das reicht auch. Wir haben genug Wasser, wir haben genug Milch. Wir können noch Getreide ohne Ende mahlen. Wir können noch genug Brote backen. Ein Schaf. Im Ziegenstall, ne? Hier sind zwei Schäfchen. Hier ist genug Wasser, genug Nahrung. Gut, das geht auch wieder voran, unsere Strohvorräte. Der erste Stein ist auch da und da wollte ich, wie gesagt, ich würde dann am liebsten noch rundherum solche setzen, aber das wird ja ein Riesenprojekt. Und wir haben auch keine Megalithen mehr, das ist das Problem. Vielleicht gibt es ja später noch bessere spirituelle Gebäude. Aber eigentlich nicht, ne? Ne, Megalith, das ist was dann. Vielleicht kommen ja mit irgendeinem Update dann noch neue Gebäude. Also so, jetzt können wir schön gemütlich weiter zugucken. Oh, 52. Für 4 ist noch Platz. Wir haben genug Wolloutfits. Das passt soweit. Wir haben dreimal Wolle. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Hier können wir noch ein paar mehr machen. Dann noch davon, hier von dort. So, zack. Ja, jetzt haben wir hier zwei Leute, die das machen, dann ist es vielleicht doch ein bisschen schneller. Kriege ich immer gleich zwei Bahnen und kann dann zwei Werkzeuge herstellen. So, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Dann müsste vielleicht auch unsere Mauer fertig sein. Und dann haben wir hier wieder eine kleine Wohnungsecke, wo wir noch so zwei, drei Häuser hinbauen können. Und dann müssen wir schon wieder schauen, wo wir weiter ausbauen. Also dann, bis zur nächsten Folge und tschüssi, euer Rob.